Geistesblitz im letzten Teil. Hallo zurück. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid bei Sunny, der blonden Blondine mitten im Dschungel. Wir müssen in der zweiten Aufgabe, die uns die Geister hier gestellt haben, einen Knochen finden. Und ich hatte einen Geistesblitz, denn jetzt muss ich hier wieder zurück. Oh. Warum immer noch Fragezeichen? Hä? Okay. Immer noch Frage. Okay. Egal. Moment, jetzt lass mich überlegen. Bajaridorf hier hin. Über die goldene... Ach ne, da will sie jetzt, glaube ich, gar nicht hin. Ja. Nachts an der Klippe entlang zu laufen ist... Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man dem Spieler mal ein bisschen Weg erspart hätte. Aber nein. Ach, nerv. Wisst ihr, dann hat man, wie jetzt im letzten Teil... Oh, das Blut bleibt immer noch da. Eieiei. Und sie geht rüber, Matsch, und hat das Blut jetzt an den Füßen kleben. Wenn man so wie jetzt im letzten Teil sowas Grandioses, jetzt weiß, wie es weitergeht und man möchte es sofort umsetzen, wird man hier vom Spiel gnadenlos ausgebremst. Das ist, als wenn man auf die Autobahn fährt, man will in den 12. Gang schalten, auf 300 beschleunigen und dann kommen Bremshügel. Ah, oh, da genau, da links hat er nämlich den, den Bums hier, den Knochen. Den Bumsknochen. Hallo, trommelst du da wirklich mit einem Knochen? Ja. Warum auch nicht? Ist doch kein Fleisch mehr dran. Super, wie kriege ich den jetzt? Kann ich den Knochen haben? Es ist wirklich wichtig. Aber ihr wisst doch, dass ich nicht aufhören darf zu trommeln. Und wenn ich einen Ersatztrommelstock finde? Na gut, aber ich will keinen dünnen Ast, den ihr vom Boden aufgelesen habt. Ich sorge dafür, dass du einen anständigen Ersatz bekommst. Scheiße. Jetzt warte mal. Nee, mit der Nagelfeile kann man, glaube ich, keine Klinge erzeugen. Mit der Ahle? Ich glaube auch nicht. Diese beiden Sachen. Nee. Habe ich überhaupt schon? Oh, nee, mit dem Hammer. Was soll ich denn? Ja, es war mir klar. Seilstreuer, nein, nein, nein. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt habe ich das. Jetzt weiß ich, wo der Knochen ist, aber ich kriege ihn nicht. Ach Mann. Wo kriege ich jetzt was her, womit man trommeln kann? Beasley, was machst du hier? Wenn ihr jetzt meine Katze sehen könntet. Was ist los, Dicke? Au! Es tut weh. Hier hat man mir auch gesagt, hier Schwert und so alles, aber das kriegt's ja nicht. Cool, eine Waffe, um mich zu verteidigen. Ja, das ist auch alles. Sie kriegt's nicht raus. Vielleicht könnte ich ja auch einfach vor der Gefahr wegrennen. Naja. Das würde auch wirklich, sagt, besser zu dir passen. Die Kanone können wir auch nicht. Das kann ich nicht nehmen. Ja, das war mir klar. Ah, nee, ey. Wo krieg ich jetzt was her? Hinten im Garten. Da könnte man mal gucken, ob im Garten vielleicht irgendwo ein stabiler Ast oder so ist oder ein Stock, dass wir damit aber mit einem Stock trommeln. Der muss ja dann richtig ausgeerdet sein. Komm, Mädel. Ja, und hier haben wir Wasserfall, Holzbank, Marktplatz, Rollen, Teich, Pflanzen, Fensterläden, Balkon. Was ist mit dem Holzverschlag? Nein. Ist da vielleicht was drin? Ich kann vielleicht eines der Werkzeuge ausleihen, aber den ganzen Schuppen nicht. Ja, du sollst ja auch nicht den Schuppen ausleihen. Oh. Dafür verschwende ich doch... Ach, ganz toll. Gut, also auch hier Fehlanzeige. Beasley, du liegst gleich... Ja, du liegst gleich unten. Boah, diese Katze. So, der Wasserpenis kann uns auch nicht weiterhelfen. Ah, der Laden ist beleuchtet. Genau wie hier, die Bank ist, hat hier überall Licht an. Da oben ist auch gerade das Licht angegangen, aber ist abgeschlossen. Geschlossen? Ich nehme an, die hiesigen Geschäfte sind nur tagsüber geöffnet. Ja, genau. Aber es brennt sogar Licht hier unten am Schalter. Beasley, aus. Nein, aus. Boah, musst du mich immer so anknurren? Ah.
Vergessene eine Kloster. Vielleicht hat Chemin eine Idee. Weil er hat uns ja schließlich dahin gestickt und er muss sich ja auch mit diesen Prüfungen auskennen. Koch. Oh, natürlich! Chemin wird ihn mir nicht geben. Oh, natürlich! Hi, Chemin. Ah. Ich suche nach etwas als Ersatz für einen Trommelstock. Etwas derartiges habe ich nicht. Doch, den Holz... Ja, oh nein! Die Idee, ihn zu fragen, weil er uns ja zu den Geistern geschickt hat, war gut. Es wäre tatsächlich sogar auch auf den Löffel hinausgelaufen. Könnten Sie mir diesen Kochlöffel leihen? Dazu ist diese Mixtur viel zu wichtig. Es ist ein Liebestrank, den One-Eye bei mir bestellt hat. Sie sollten ihm so etwas nicht geben. Er führt doch nur etwas Böses damit im Schilde. Es ist immer am besten, wenn man One-Eyes Befehle befolgt. Wenn ich diesen Kochlöffel haben kann, dann löse ich zwei Probleme auf einen Schlag. Ich halte Chemin davon ab, den Trank für One-Eye zu brauen und ich kann den Kochlöffel gegen den Knochen des Trommlers eintauschen. Vielleicht kann ich Ihnen ja zur Hand gehen. Schamanenkollegen sollten einander doch helfen. Das wäre sehr nett. Du könntest etwas zu essen für mich kochen. Ich bin sehr hungrig und diese Mixtur hier braucht noch Stunden, bis sie fertig ist. Diese Art von Hilfe meinte ich aber nicht. Abgesehen davon habe ich meine Dienstmädchenuniform zu Hause vergessen. Warum hast du denn überhaupt eine Hilfe angeboten, Kollegen? Okay, er will was zu essen haben. Hier sind Kekse. Da. Ich habe etwas zu essen gefunden. Wirklich? Das ist aber sehr nett von dir, Inaru Karaya. Ja, und schön Kaugummi ziehen. Kriege ich jetzt einen Kochlöffel? Wow. Oh Gott. Was ist denn los? Das war... Entschuldige, ich habe vergessen, dass ich etwas in den Büschen erledigen muss. Ach, guck mal, wo der Kleine rennen kann. Ist ihm schlecht? Das nenne ich aber mal einen empfindlichen Magen. Er hat Glück, dass er noch nie Fastfood essen musste. Wegen Keksen? Na gut. Dieser Kochlöffel ist genau das, was ich suche. Ich hoffe nur, Chemins Magen verzeiht mir noch einmal. Schlimm. So, und schnell weg. Geil, geil, geil. Ah, es geht doch weiter. Ich hatte jetzt wieder Angst, dass ich jetzt hier wieder festhänge. So, komm. Lauf ein bisschen schneller. Ah, jetzt rennt sie da hinten wieder rum. Seht ihr, was ich meine? Man wird einfach nur gnadenlos ausgebremst vom Spiel. So, und jetzt warten wir, bis das Bild da ist. Jetzt können wir zum Marktplatz. Ah, jetzt müssen wir uns das auf der Karte angucken. Schauen uns nochmal den Ladebildschirm an. Laufen jetzt hier über den Marktplatz. Ganz gemütlich natürlich, genau, Sunny. Schauen uns wieder den Ladebildschirm an. Gehen jetzt hier zum Bajari-Dorf. Oh Gott. Gucken uns wieder die Karte an. Und wieder den Ladebildschirm. Da. Ah. Hi, wir sind da. Cool, so, also hier, Kochlöffel. Komm, hier. Zack, zack, jetzt. Hallo, trommelst du da wirklich mit einem Knochen? Warum auch nicht? Was, als wenn die das noch nie vorher gesehen hätte. Kann ich den Knochen haben? Es ist wirklich wichtig. Aber ihr wisst doch, dass ich nicht aufhören darf. Ich hab ihm doch schon den Kochlöffel hier ge... Na gut, aber ich... Ich sorge dafür, dass du einen an... Er will mich verarschen? Ich hab dem den Kochlöffel doch gegeben. Kannst du diesen Kochlöffel als Trommelstock benutzen? Natürlich. Tauschst du ihn dann gegen den Knochen ein? In Ordnung. Schön. Also das war gerade auch wieder so ein Highlight in dem Spiel. Man macht ein und dasselbe und sie macht das erst beim zweiten Mal. Aber nun ja. Gut. Moment, wo muss ich jetzt hin? Ach ja, wieder in den Dschungel.
Also wieder über den Marktplatz laufen. Wieder. Ah, guck mal hier. Hier unten. Ah, sehr schön. Wenigstens können wir uns das dahin laufen schenken. Dann in die Ruinen. Komm, hier. So, aber auch das Geile ist, wir sehen hier jetzt nicht auf der Karte, wohin sie geht. Dieser Knochen ist den Mabuya heilig. Da. Jetzt nimm ihn und bring ihn dahin. Boah. Hallo, ihr müsst die Mabuya sein. Also. Ich suche nach dem Inselgeist Atabey. Ey. Nur die als würdig. Das habt ihr schon gesagt. Der letzte Mensch. Fangen wir jetzt wieder von vorne an. Oh nee. Ey, das macht doch keinen Spaß. Wir geben, wenn du dies dann. Was sind das? Zuerst. Das habe ich doch schon alles erledigt. Also jetzt möchte man am liebsten den Programmierern in den Arsch treten, ehrlich. Atabey, gut. Du hast deine. Ja, schön. Was war es denn? Ein Heiliger. Das klingt. Nur wenn. Aber er könnte überall auf. Junge, Mädchen, du hast ihn doch. Hier, gib ihn den doch. Ist das der heilige Knochen, den ihr mich gebeten habt zu finden? Ja, das ist er. Nehmt ihr ihn denn nicht an euch? Wir können keine physischen Objekte handhaben. Naja. Du musst ihn auf das nahegelegene Grab legen. Auf das nahegelegene Grab? Hier sind drei Gräber. Ah, aber ich kann nur eins anklicken. Sehr gut. Wenigstens hat man das dem Spieler erleichtert. So, jetzt leg ihn dahin. Ich weiß nicht, wer du bist, aber hier ist dein Knochen. Also. Wir danken dir. Schön. Das ist ein Grab. Ich gucke immer Buffy und von sowas hält man sich besser fern. Naja, im Bann der Dämonen. Ich habe den heiligen Knochen auf das Grab gelegt. Dafür sind wir dir in alle Ewigkeit dankbar. Ja, ja. Wir haben noch eine dritte Aufgabe für dich. Okay, ich bin bereit. Um deine Würdigkeit zu beweisen, musst du Atabey ein Opfer darbringen. Das klingt nicht so schwer. Es muss eine Gabe sein, die für dich ein großes persönliches Opfer bedeutet. Die Schminkutensilien. Moment, Opfer. Was ist denn jetzt für sie am Dingsen hier? Also Ja, hier, komm, Make-up-Set. Die ist da so verschnippt. Damit hat es geklappt. Die Geister haben es ernst gemeint, als sie von einem großen persönlichen Opfer geredet haben. Wie soll ich denn je über die Runden kommen ohne Make-up? Ich wusste es, genau. Es ist so offensichtlich bei der Tussi. So, komm hier. Make-up-Set liegt da. Ich habe das Opfer dargebracht. Das hast du in der Tat. Du bist auf dem besten Wege, dich würdig zu erweisen. Kann ich dann jetzt zu Atabey? Du musst zuerst weiter auf die zweite Stufe der Prüfungen. Ihr habt gesagt, ich müsste drei Aufgaben erfüllen. Bevor du weiter in die Ruinen hineingehen darfst. Gebt mir nur keine Prüfungen, bei denen ich Männer brauche, die Gräben ziehen. Was ist denn jetzt los? Warum verpuffen die immer? Hallo? Hallo, darf ich hier durchgehen? Du darfst nur durch die Tür, wenn du die Rätselfrage löst, die ich dir stellen werde. Ja, komm, dann mach hin. Bei Rätselfragen war ich noch nie gut. Die Rätselfrage lautet wie folgt. Lass knacken. In der Morgendämmerung gehe ich auf allen Vieren. Ich habe Zähne, aber keinen Mund. Ich erhelle die Dunkelheit ohne eine Flamme. Ich bin der Bringer des Ersteren. Hä? Ja, hä? Ja, und jetzt? Ach so. Wenn ich die Tür aufbekommen will, muss ich das Rätsel lösen. Die Symbole müssen die Lösung dazu sein.
Wie lautete das Rätsel nochmal? In der Morgendämmerung gehe ich auf allen Vieren. Ich habe Zähne, aber keinen Mund. Ich erhelle die Dunkelheit ohne eine Flamme. Ich bin der Bringer des Ersteren. Oh, klicke auf die verschiedenen Steine, um sie zu drehen und öffne die Tür, indem du das Rätsel löst. Und wir können es nicht überspringen, das heißt, es ist elementar. Was ist das denn jetzt hier alles? Ach, eingemeißeltes Symbol. Sieht aus, als stünde dieses Symbol für eine Frau. Dann die für einen Mann. Dieses Symbol sieht aus wie ein Mann. Dieses Symbol zeigt einen Baum. Dieses Symbol ist ein Abbild der Sonne. Das sieht wie ein Kamm aus. Wenn ich nicht falsch liege, dann steht dieses Symbol für den Mond. Das ist ein Fisch. Das ist ein Schädel. Wohl kaum verwunderlich in einer solchen Gegend. Es waren 4 Fragen. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4. Ach so, hier immer dann, oder was? 1, 2, 3. Okay, also die müssen dann hier wohl... Ach nee, hier unten. Oh, was? Ach, herrje. Okay. Cool, aber wo fange ich jetzt an? Fange ich in der Mitte an oder fange ich außen an? Also in der Morgen... Moment. Wie kann ich mir denn das Rätsel jetzt nochmal... Stein? Hä? Oh nein, nein, nein! Das wollte ich nicht! Nein, nein! Hey, die Symbole haben sich verschoben, als ich die Steintaste gedrückt habe. Muss wohl der falsche Code sein. Wenn ich die Tür aufbekommen will, muss ich das Rätsel lösen. Die Symbole müssen die Lösung dazu sein. Ja, das weiß ich selber. Ich hatte jetzt gedacht, dass ich dieses Rätsel jetzt damit überspringe. Deswegen mein emotionaler Ausbruch. Ausgang. Super. Aber sie will... Gut, also. Ich weiß noch, in der Morgendämmerung gehe ich auf allen Vieren. Tja. Ich weiß, dass Ödipus sie damals mal ein Rätsel gestellt hat. Welches Lebewesen geht morgens auf 4? Dann... tagsüber auf 2 und abends auf 3 Beinen. Und das ist der Mensch, denn wenn er geboren wird, geht er auf allen 4. Dann wird er erwachsen, er geht auf 2 Beinen und wenn er älter wird und gebrechlicher, geht er auf 3 Beinen, denn seine 2 Beine plus Stock. Also bei uns wäre es eigentlich, dann würde er auf 4 Räder rollen, weil Rollstuhl und Rolli und E-Scooter und was weiß ich was. Aber ist okay. Und deswegen kann es eigentlich nur der Mensch sein. Und das hier ist jetzt ein Mann. So, und danach kam, was war da nochmal, hier mit kein Mund, keine Zähne. Tja, ist, was soll das jetzt hier sein? Ein Fisch, ein Mond? Wenn ich hier... Das sieht wie ein Ka... Aber ich kann auch... Ich kann ihn nicht nehmen, auch... Ich habe ja gar nicht alle Symbole hier. Doch, da ist es. Da ist der Baum. Da ist der Totenkopf. Ach, du liebe Zeit. Hier ist nichts. Also muss das hier in der Reihe stehen, kann das sein? Aber hier oben sind die. Ach, du Scheiße. Das ist ja jetzt wieder was für mich hier. Wenn ich die hier... Wo ist der Typ jetzt? Na komm, dreh doch. Hallo. Nein. Wieso dreht sie? Okay, man muss abwechselnd entweder rechte oder linke Maustaste drücken. Das ist ja auch mal herrlich. Totenkopf. Oh, Leute. Mann, oh, jetzt dreh dich doch. Oh. So. Dunkelheit ohne Licht. Das ist eigentlich der Mond. Na. Sehr schön. So, und das letzte war, ich bin der Bringer des Ersten. Also, ja, die Frau könnte man jetzt nehmen. Aber habe ich hier nicht. Oder der Tod. Komm, ich versuch's mal.
jetzt richten die sich so aus. Okay. Hey, die Symbole haben sich verschoben, als ich die Steintaste gedrückt habe. Muss wohl der falsche Code sein. Wenn ich die Tür aufbekomme... Weiß ich doch, Mädchen. Gut, was ist, wenn ich einfach die Symbole so nehme, wie sie einfach hier passen? Mal, hier kann man jetzt den Typ nehmen und hier ist jetzt die Frau. Was ist jetzt? Ah, jetzt. Naja. Okay, ich muss das alles da wieder. Okay. Hey, ja, wenn ich die. Nein! Oh! Ey, ich raste hier gleich aus. Ich raste hier gleich echt aus, Freunde. Boah, das kann doch nicht sein. Bewegt diesen verdammten Ring. Wie oft muss man hier draufklicken? Klick, 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 klick. Nochmal. Jetzt drücke ich mit der rechten Maustaste. Auch klick, klick, klick. Geht nicht. Jetzt wieder mit der linken. Jetzt funktioniert es auf einmal wieder. Ey, da wirst du doch bekloppt bei. So. Das. Na, ist auch schon wieder verkehrt hier. Oder? Ach nee, der Mond hatte ich. Und jetzt? Nee, auch wieder nicht. Die drehen sich zu weit. Hä? Die Symbole haben sich verschoben, als ich die Steintaste gedrückt habe. Muss wohl der falsche Code sein. Wenn ich die Tür aufbekomme... Also nochmal. Ich versuch's jetzt noch einmal, dann schneide ich es. Jetzt gehen wir mal von hier aus aus. So, dann bringen wir jetzt hier den Kerl. Die... Wo ist denn jetzt die Tussi? Da. Also wenn ich die jetzt hier so hinstelle... Jetzt wieder hier oben ein, denn die verdrehen sich ja... Ah, nee, 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 da war doch richtig. Die verdrehen sich ja immer unterschiedlich. Dann tue ich den Mond unten und den Kamm oben. Die drehen sich ja alle immer unterschiedlich. Nee, auch wieder nicht. Freunde, ich werde das schneiden. Bis gleich. Ah! Oh. Hat auch nur 30.000 Jahre gedauert. Wir sind zurück. Juhu! Wer braucht schon Indiana Jones? Wie lustig. Gang des Lichtes. Lichts. Meine Güte. Der war so flach. Könnte ein Flugzeug drauf landen. Oh. Scheint, als hätte ich nur eine Richtung zur Auswahl. Ah, nee, ist klar. Wo wir gerade beim Thema waren. Indiana Jones. Wo hat man sich das denn bitte abgeguckt? Dieses wunderschöne Schwert hat eine Inschrift auf der Klinge. Da Pop. Steht P-O-P. Seltsam. Pop. The Pop. Genau, oh nein, das Schwert ist zu Staub zerfallen, als ich es berührt habe. Du kriegst auch alles kaputt. Mädel, Mädel, Mädel. Diese Metallscheibe muss schon sehr alt sein. Sie ist ganz stumpf geworden mit der Zeit. Vielleicht ist sie ja noch von Nutzen. Was für ein hässliches Steinauge. Hier gibt es keinen Mechanismus, um es abzuschalten. Was mit der Fackel? Die Fackel brennt. So, als würde mich jemand oder etwas erwarten. Klar, das... Die sieht noch gefährlicher aus als diese Gemüseschneidedinger. Hier ist noch eine. Was? Wand? Falle.
Ich dachte immer, solche Fallen existieren nur in Videospielen. Da habe ich mich wohl geirrt. Mädel, du bist in einem Videospiel. Pech. Fast hätte er es bis hinüber geschafft. Guck mal, der hängt mit einem... Das ist, geht doch gar nicht. Da sind Fußabdrücke an der Wand. Sieht so aus, als wäre da jemand entlanggerannt, um das Loch zu umgehen. Aber die Abdrücke hören plötzlich auf und da führt eine Spur in die Grube. Wer auch immer diesen Stunt probiert hat, war entweder sehr dämlich oder aber... Naja, dämlich eben. Super, klasse. Skelettfallgrube. Ich kann den Boden nicht sehen. Ja, guck doch. Ach, sie kann nicht gucken. Nee, da komm ich nie rüber. So, was hast du denn jetzt hier geholt? Alte Metallscheibe. Diese alte, rostige Metallscheibe hat auch schon bessere Tage gesehen. Super. Beweisstück. Kann ich die irgendwie wieder schick machen? Mussten wir ja letztens auch. Aber womit, ist die Frage. Aber da habe ich nichts. Nee. Ah, es ist doch zum Mäusemelken. Dem Kies vielleicht, der ist ja rau, aber kann mir auch nicht verstehen. Wie bitte? Ja, Entschuldigung. Ach Mann, jetzt komme ich hier wieder nie weiter. Was ist mit dem... Kann ich da vielleicht irgendwie reintun? Wie bitte? Nein. Kaputt machen. Was soll ich denn damit machen? Ach, was? War da nur eine Idee. Nicht gleich so persönlich nehmen. Super, und jetzt die Geister sind natürlich weg, ne? Jetzt kämpft man sich erst mit diesem Rätsel ab und jetzt hängt man da fest. Und vor allen Dingen hier ist es duster und da hinten ist es hell. Violette, bla bla bla. Gebäude. Hä? Das Gebäude muss durch diesen riesigen Felsbrocken zerstört worden sein, der darauf heruntergekracht ist. Hoffentlich war niemand drin, als das passiert ist. So. Ich hab mal eine Fernsehdok... Ja, ja. Kann sie das jetzt eigentlich wieder wegnehmen? An diesen Steinaltar kommen die... Na. Nee, Freunde, dann würde ich sagen, ist die Zeit mal wieder erreicht, hier Schluss zu machen. Wir sind in den Ruinen der Kuh und müssen jetzt hier irgendwas machen, um da durch den Gang des Lichts zu kommen. Aber was? Naja, wir wissen es noch nicht. Wir werden es aber rausfinden, spätestens im... oder frühestens erst, aber erst im nächsten Teil. Hier ist Schluss, ich mache mir jetzt was zu essen. Macht es gut. Bis dann, NRW Boy 18. Adieu.